Ich würde vergessen, die Kämpfe mal anzugucken. Wo ist die motorisierte? Zurückgewichen hier. Ich sage, hier bin ich überdehnt. Bevor ich vergesse, wie ich es beim letzten Runde. Da muss ich ihn ändern. Hier kann ich nichts bewegen. Da kann ich was bewegen. Nett. Wer seid ihr? Rumänische Alpen, okay. Ansonsten habe ich jetzt nichts. Nachdem Minsk jetzt endlich ans Schienensystem angebunden ist, kommt auch ein bisschen mehr durch. Das ist schön. Die ziehen sich zurück, schade. Wahrscheinlich hin an den Fluss. Blöd. Die Insel habe ich direkt genommen. Ich gehe noch mal rüber und nehme die Insel ein, nur zur Sicherheit. Frage ist, wohin ziehen die sich zurück? Wirklich in den Fluss? Also ich würde mich hier in den Fluss zurückziehen. Fangen wir auch direkt mit Weekend an. Was mir gerade einfällt, ich kann doch nicht. Ja. Habe ich es nämlich erstelle. Also das ist wohl keins für die KI, sondern es ist, wenn ich erstelle, was es dann angreifen soll. Glaube, den Wert habe ich beim letzten habe ich hier auch verbaut. Ich glaube, es geht hier nicht um wie viele Missionen er macht, sondern wie viele Flugzeuge müssen mindestens zur Verfügung sein, dass diese Staffel an dieser Mission teilnehmen kann. Das könnte aber bei Air Superiority. Okay. American, und zwar.
Und dann hier. Jetzt ändere ich doch noch mal was, weil Häfen sind so speziell, die muss ich nicht bei jeder Mission automatisch schon ausgewählt haben, aber Interdiction und Unit wäre nicht. Ich weiß nicht, ob mir Airfield-Aufklärung noch irgendwie was hilft, außer wenn ich einen Flugfeldangriff selber plane, aber damit hätten wir hier oben den Süden. Polensk. Hier müssen wir breiter, weil wir allgemein breiter. Nicht ganz beschissen war, dass ich die. Muss ich beim nächsten Mal dran denken, ich mache das jetzt nicht mal zurück. Warum sehe ich jetzt hier? Den Hafen nicht. Immer das Gleiche. Teilungswert ist echt noch. Habe ich einen Schwerpunkt.
Hier kann ich allgemein Größe. Und das machen. Strategisches Bombardement für die Luft. Jetzt sehe ich den Hafen, oder? Jetzt sehe ich die Infonatur. 100% Damage. Heißt eigentlich dieses Beacon? Ich mache dann kein strategisches, sondern Ground Attack. Ja? Da hauen wir jetzt rein, was wir haben. Drei. Nicht. Aber mit denen hier. Confirm, yes. Dann haben wir unseren. Nein. Naval Interdiction. Und ihr noch. So. Hier haben sie keinen Hafen bis dahin. Wir wollen mal das mit der Luft überlegen. Jetzt funktioniert. Haben wir immer hier gebombt, die Säule. Keine verfügbar. Haben wir jetzt 78 und wenn ich jetzt auf 1 klicke, haben wir immer noch Happe. 2 schon nicht mehr. Immer noch, wo ich sagen muss, das lohnt sich nicht wirklich. Wie sieht es bei der zweiten Luftflotte aus? Haben wir hier eine Superiority hin? Nein. Nur für den Fall, dass ich die Stadt jetzt nicht nehme in der Runde. Als 16 Jäger und das ist es halt. Ja, confirm, yes. So weit, so gut. Mal jenes noch machen.
Frage, ob ich noch mal einen Mount-Attack machen soll hier. Ich überhaupt noch Fliege übrig habe. Center. Zweite, ne, ist nicht Center, das ist Süd, oder? Das müsste Süd sein, warum? Okay, egal. Sowas von. Schauen wir jetzt mal richtig ran. Gut. Ich wollte in den Battleboxen gucken. Nicht Battleboxen, sondern eben, wenn ich jetzt zum Beispiel die erste Luftflotte nehme. Wie kann ich dir jetzt Einheiten zuweisen? Ich muss denn doch irgendwie, wenn ich das händisch mache, Einheiten zuweisen können. Das neue Geschwader. Ah, bring new AOG, also Aircrew vom Reserve. Bring new Aircrews vom Reserve 26. Wir mal die rumänische dran nehmen, warte mal. Kann ich alle auswählen? Komisch. Sind in der Reserve rumänische. Hä? Abjak 45. Finde ich die. Ja, das sind okay, ein bisschen kompliziert gemacht und anders. Na gut. Also ich kann hier. Okay, aber was ist das hier? Bring New Aircrews from Reserve. Wieso sehe ich die zum Beispiel nicht?
bin immer noch verwirrt. Ich einfach mal diese Spannung. Mal gucken. Irritierender ist noch das hier. Kampfgruppe ZBV1, italienische Fighter Group. Cisre Italien Air, Vicon ist from Reserve. Die sind hier aber nicht in der Reserve. Hier sind Staffeln. Sehe aber nicht diese Air Luftoberkommandos. Machen wir jetzt mal spaßeshalber. Und zwar einfach auf dieses Flugfeld rumänische Transportertruppe. Ja, da ist. Nichts drin. Vatergruppe. Da wäre dann. Ah, okay, da, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Also diese Einheiten da drin können auch noch irgendwelche Airgroups unterteilt sind. Gut, okay. Das Problem ist, da ich es selber händisch mache, muss ich da selber auch darauf achten, dass ich eventuell Luftdinge eben mache und nicht vergesse. Ansonsten sehen die Battleboxen eigentlich gerade noch gut aus. Heißt aber auch, haben wir sowieso, ups, haben wir sowieso nicht. Zurück in die Reserve. F-Flugzeuge. Hundertdreizehn, 103. Marine haben wir, können wir überhaupt nichts machen. Das ist, da haben wir dann Pech. Hier im Balkan wird es ein bisschen problematisch. Hier sieht es sehr gut aus gerade. Nachdem endlich die afrikanischen Panzertruppen, also Afrika-Korps, eingetroffen sind. Sowjetische Garnison sind wir auch überbesetzt. Hier bräuchte man was, aber das guckt man nachher. Okay. War warum zoomst du jetzt wieder rein? Quatsch. Wird man sogar abgefangen, das ist Bett. Da bomben wir jetzt die Hölle raus.
Wir töten nicht, aber die Interdiction, also die Erschöpfung wird, also die den Stress, also die sind nicht mehr so kampfbereit, so rum. Wir reduzieren die Kampfbereitschaft. Hallo, Yusmani. Steht unten drunter, Gary Gibsby's War in the East 2. Panzergeneral für Erwachsene. Oder alte Säcke wie mich. Panzergeneral. Panzerkorps. Strategiespiele. Gerade ordentlich reingehauen, aber nicht so. Oder man kann auch sagen, eine etwas komplexere Variante von Schach, wenn du das lieber ist. Eine Do, wieso greift der eine Do an? Dann gucken wir mal, was es gebracht hat. Keine Interdiction, das irritiert mich jetzt. Warum keine Interdiction? Noch ein Bodenangriff. Das hier plus 0 plus 0, das ärgert mich. Das verstehe ich jetzt nicht. Was vergessen? Wie immer, Norden. Da oben einnehmen. Das mache ich hier. Bewegungspunkte, weil ich dachte gerade, warum haben die so viel Verteidigungswert verloren? Das könnte wehtun. Ah, Kacke. Mit der hier noch Ando? Nein, Mist. Hinterher. Kann ich hier irgendwo angreifen?
Hier. Das hier, das. Mal gucken. Badam, badam. Ja. Sind erschöpft. Lass mal mal, wie es ist. Komm schon. Den Flecken jetzt hier bitte vielleicht. Kostet mich drei. Das kann ich nicht mehr zurückbewegen. Scheiße. Nein, ich habe noch drei übrig. Na. Steht ein größerer Brocken. Ein Rückzug. Wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Es wird auch langsam Zeit, dass die. Wie kriege ich hier die Lücken geschlossen? Noch zwei, was ist mit dir auch? Du bist ja komplett am Arsch. Mal auch noch weg. Du musst einmal komplett wie. Gar nichts gibt. So viel zum Thema Durchbruch bei nach Smolensk.
Du musst auch mal refitted werden. Oder priorisiert werden, so rum ist so richtig formuliert. Ich glaube, hier sind alle am Arsch. Lass mich hier bei dem. Komm wieder nicht über den Fluss drüber. Zumindest noch ein paar Panzer weggeschossen. Mühsam, 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 mühsam. Werde jetzt aber nicht weiter bewegen, sondern einfach mal stehen bleiben in der Hoffnung, dass wir dann Verstärkung bekommen. Oder leichte Verstärkung bekommen. Jetzt komplett zerfickt, okay. Ein bisschen wenig dafür, dass jetzt hier. Suchen. Ja. Nee. Ja, nein. Besonders ouch. Noch mal eins aufs Maul bekommen. Ist unsere Armee angekommen? Kommt erst nächste Runde, glaube ich. Panzer der Fahrzeuge haben wir weggemacht. Ich wieder nicht über den Fluss, Mist. Warte noch so. Hat nur Hack. Und dann machen wir hier den Schlag gegen.
Ja, wahr sein. Das kann keiner mehr. Kann ich hier dazu? Machen jetzt immer wieder an der Stelle, wo ich sage, ich hier den Fluss entweder da oder da. Eine dumme Idee. Wartet aber, okay. Ihr seid alle auf Refit. Hat es irgendwas gebracht? Hast du mich jetzt verarschen gerichtet? Du stehst jetzt da, also ich habe wieder. Bist jetzt hier mitten in der Pampa. Dass ihr da eigentlich nach da unten solltet. Eine Kuh. Kann dich da hinstellen. Einfach mal vorsichtig nachrücken. Das sieht auch aus, als hättet ihr ja, dringend Nachschub nötig. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Was macht Odessa? Nee. Seid immer noch erschöpft. Wie lange? Also das mit der Erschöpfung, für wann nimmt die ab? Hin.
Würfel, na, es geht noch. Nach vorne. Auch nicht. Wenn es dann nicht weitergeht. Angriffswert 1, Angriffswert 0. Gott, die sind ja komplett depleted. Dann wär's das, jetzt darf ich nicht vergessen, meine Panzer. Also, hier ist noch eine Panzereinheit. Und dann haben wir noch das Hauptquartier. Hat sich diese Runde gar nichts verändert? Okay. Kommen wir zu den Schienen. Eigentlich sollte ich dringend nach Riga, nach Zekov. Leider geht da niemand ins Mitte. Machen wir jetzt hier den Bogen runter. Vielleicht nehmen wir noch das Hauptquartier, das Depot da oben mit. Mal gucken. Die nächste Einheit ist hier. Okay, dann ist zumindest mal der Flughafen hier versorgt. Oder an einer Schienensystem dürfte der in der nächsten Runde auch besser versorgt sein oder überhaupt versorgt sein vielleicht. Wieso gehst du jetzt wieder an einem oder dieses hier machen? Stehst du nutzlos in der Pampa und hast kein Quartier in der Nähe, oder? Kein Depot in der Nähe, doch. Würdest mal nach. Flughafen muss ich auch verbinden.
Habe ich das Problem, dass ich dachte, ich will Kiew der Runde nehmen, aber ist er nicht. Ich kann mich wieder nicht rühren. Gibt's doch nicht. Nach hinten nur für den Fall, dass er irgendwie doch irgendwelche Sch diese Medänchen macht. Ich. Oder haben wir einen Dieb? Keine Armee drin. Wo ist die nächste Armee, die eventuell. Dänische. Gefällt mir nicht. Machen wir erstmal die Nord-Süd-Passage fertig. Und du gehst danach hier hoch, darüber, darüber, das da machen, damit die Flug. Ich fast wieder vergessen. Habe ja jetzt hier aus irgendeinem Grund die Einheiten da. Moment. Bin ich von, bin ich drauf reingefahren oder nicht? Hier sind sie, da sind sie. Ich hier. Das zu der Infanterie gehört. Den Bewegungspunkt. Haben alle nichts. Die kann ich bewegen. Die gehören zu dem Haupt. Schienentransport. Haben wir an der Front.
Kannst dich nicht bewegen, du gehörst da dazu. Auch da. Aber dich kann ich noch nicht bewegen. Okay. Ich schieb euch trotzdem an die Front. So. Ist meine Armeegruppe Süd? Warum habt ihr? Ach, das sind die Eisenbahndinger. Okay. Wo ist meine Armeegruppe Mitte? Da. Was jetzt? Bitte. So. Was bist du? Du bist eine Reparatureinheit. Wo ist mein OHK? Mein OHK ist. Das lassen wir da auch. Bei der Nord. Schon vorne, okay. Dann haben wir hier Dings, nur die 8 Armee passt. Bin ich gespannt, was hier passiert. Nee, nee. Das ist halt noch so, wo ich mir denke, nee, aber dann haben wir die Kavallerieeinheiten, die eigentlich nicht mehr kämpfen sollten gerade. Bleibt einfach stehen, wo ihr seid. Hier ein Angriff. Autsch. Na, nicht alle.
Ich gehe dahin. Einen von euch dahin mal gucken. Gehen da hoch. Gesagt, der Fluss hier wäre interessant. Die lasse ich, weil die sind jetzt doch ordentlich eingegraben, schon mit Level 2. Außerdem habe ich dann sozusagen schon Brückenkopf. Oh. Thema Brückenkopf. Habe da eine Kleinigkeit vergessen. Hat keiner gesehen. Was ich hier aber machen kann, ist, solange die hier stehen. Das bedeutet nur, dass sie bei dem neuen Material, was ankommt, bevorzugt behandelt werden. Also, dass sie schneller wieder Männer bekommen. Mehr bedeutet das nicht. Was hast du für ein Null? Kletest du oder? Wir werden sehen. Auf dem Flughafen sind tatsächlich Einheiten. Was jetzt habe ich vergessen, auf welchem Flughafen habe ich denn die Luftflotte? Werden wir nächste Runde sehen. Battleboxen. Finnland schaut gut aus. In Norwegen bräuchte man auch immer ein Tick mehr Luft. Schaut sehr gut aus. Schaut sehr gut aus. Schaut sehr gut aus. Nee, Balkan. Schaut sehr, sehr gut aus. Haben wir jetzt hier mittlerweile irgendwas, was man an die Front? Hier haben wir das Leer Gun Bataillon. Bei wie viel bist denn du? 66, okay. Dann hätten wir hier, du bist bei 97. Alle bei 36, dann haben wir hier noch was anderes. Du bist bei 90. Tempting, was fehlt dir noch? Drei leichte Flachs. Okay. Was ist dein Kampfwert von 0,15? Was fehlt uns in Norwegen? 0,44. Also bringst du nichts. Da ich keine Ahnung habe, was ich mit den Dingen hier, was da Sache ist, schicke ich euch mal auf Balkan, war es wohl noch ein bisschen, oder? Ja, Balkan.
0,93. Du würdest ausreichen, du bist zwar noch nicht voll, aber du würdest ausreichen, um in Norwegen 100% Luft zu machen. Seid ihr da unterwegs? Finnland. Finnland sieht auch noch sehr gut aus. Einzig ist der Balkan. Könnte die Arschlöcher darüber schicken. Ihr habt einen Kampfwert von 2,12. Hallo, Helrik. Reicht nicht ganz. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? 0,2 für die Luft und ja, da haben wir jetzt die Dings hingeschickt. Die müsste dann irgendwann mal da ankommen. Irgendwann mal. Verboten. Fehlen uns 2,53. 2,53. Du bist 2, wie viel haben wir hier über? Genügend. Ja, jetzt genügend. Könnte man die Arschlöcher rüber schicken? Bringt mir so ein Security 7. Bringen wir diese Arschlöcher rüber in den Balkan. Yes. Wie geht's dir? Gut. Habe ich den Knopf jetzt schon mal gedrückt? Ich bin einfach nochmal. Ja, ich hatte ihn schon mal. Gut. Ich auch. Hast du heute gespielt? Du darfst auch gerne Eigenwerbung machen. Ausrufezeichen, Herrick. Die Leute sind heute etwas ruhiger. Bei dem Spiel ist das normal. Da führe ich viele Selbstgespräche. Ist in der Natur der Sache. Offstream. Es ist. Also für 2, 3 Stunden macht es mir auch Spaß, aber dann ist es dann doch nichts für mich. Würde ich jetzt mal so sagen. Stimmt, heute Samstag nicht gestreamt. Streamst du morgen, oder? Ja. Kann man deinen Stream-Rhythmus nie merken. Bin ich gespannt. Tatsächlich wieder Luftangriffe auf Minsk. Es ist auf Dauer, ist es nicht meins. Das Spiel ist gut, also ich meine dafür, dass es eine Beta ist, ist es sehr stabil und in sich fast schlüssig. Ich finde es auch gut, wie sie die Balancing zwischen. Also im Infanteriegefecht ist das Problem ja meistens, Panzer und Flugzeuge reinzubringen und die zu balancen. Beim Panzern haben sie es dadurch geschickt gelöst, dass du eben
einen Simulator-Modus fährst, also sprich nur durch die Richtschützenansicht und dann noch ein bisschen Kommandoluke links-rechts gucken kannst, aber ansonsten eben keine Third Person hast. Na, das ist mein Feuerzeug, na toll, super. Also keine größere Ansicht nach draußen hast. Während bei Fliegern das gleiche, also dass du Infanterie-Support brauchst, dass du nicht komplett am Arsch bist. Und das gleiche für Luft. Das Flugmodell auf der einen Seite. Oh Gott. Scheiße. Bin ich zu weit vor. Hätte hinterm Fluss bleiben sollen. Oben haben wir einen Durchbruch. Scheiße. Wir jetzt? Kacke. Völlig überdehnt. Was mich jetzt irritiert, ist, dass ich hier wieder keine Einheiten sehe. Nicht nach Smolensk durch. Hier sind ein paar Chusi-Depots. Müsste ich mir eigentlich holen. Aber nichts im Norden, okay. Nein, ich bin noch am Raten. Unter welchem der Hütchen. Ja, das kann man wieder wegklicken. So nah an Smolensk und ich komme trotzdem nicht durch und jetzt regnet es auch noch. Und es wird kalt. Schon.
die Runde lief jetzt wieder nicht so im Gegenzug. Noch 100 Punkte. Ich. Es wird 10%. Okay. Wir haben bekommen, die 2. Armee ist angekommen und die 7. Fliegerdivision. Fallschirmjäger. Okay. Dann ist eine Mixed Flak in der Reserve. Ungarische Infanteriebrigade ist in Garnison aufgetaucht. In Westeuropa eine Panzerdivision. Finnland eine Konstruktionseinheit und nochmal eine ungarische Infanterie. Air Groups, arrived. Okay. Nachrichten. Partisan. Okay. Was haben wir geschafft? Was haben wir nicht geschafft? 43.000 zu 139.000 ist noch in Ordnung. Ganz ist wieder sehr gut. Panzer ist nur ein Verhältnis von 1 zu 2. Das ist nicht gut. Panzer muss besser werden. Geschütze bin ich glücklich. Wie sieht es bei den Luftverlusten aus? 111 zu 1291, 51. Dafür, dass wir einen Haufen Bombwans gemacht haben, ist die 111 in Ordnung. Sieht es hier mit den generellen Zahlen aus? 9000 noch mehr, okay. Panzer sind wir. Es ist halt kein 1 zu 2 Verhältnis, es ist ein 1 zu 3. Flugzeuge wird es bei den Russen langsam. Wenn die so weiter ausbluten, ist es gut. Hallo Hartmo, ich gucke beim Falschen. Was meinst du, ich gucke beim Falschen? Und hallo Lord Dark Helmet. Warte mal, wie du guckst beim Falschen, was, wie, was? Moment, ich bin weg. Okay, ciao. Gut. Produktion, die 100% heißt, wir bekommen das, was wir brauchen, glaube ich, durch. Irgendwie sowas. Richtung. Verlieren wir halt. Wetter. Ja, jetzt wird's. Okay. Ja, Regen. Dementsprechend sieht es am Boden aus. Gott. Nicht gut, nicht gut. Fenster sollte ich mir auch mal ein bisschen günstig. Okay. Danke für die Info. Ich würde halt gerne mal, was ich gerne sehen würde. Wie viel Schaden haben die bei einem Luftangriff gemacht bei mir? Soweit, das müsste ich doch jetzt hier sehen, wenn ich das dann. Offensichtlich. City was bombed, okay. Haben sie 177 verloren. Hier gab es einen Luftkampf, wo sie einen Haufen verloren haben. Okay. Jetzt noch. Und wo sind sie? Wo sind sie durch? Norden. Ziehen sie sich noch ein Stückchen zurück, aber nicht so stark, wie ich gedacht habe.
Passt alles. Hier gab es einen Haufen Kämpfe. Jetzt hat schon mit zwei ein. Das Wetter. Nichts passiert. Hier haben sie einen Durchbruch. Die hat es zerstört. Da hat ein bisschen mehr Angriffskraft, als ich sagen kann. Ist, glaube ich, nichts passiert. Sieht man. Hier haben sie nochmal zugeschlagen gehabt. War ich eigentlich hinter einem Und hier ziehen sie sich, oh, auf breiter Front zurück. Das ist natürlich. Ich weiß es nicht, ob ich das als gut empfinden soll oder nicht. Okay, aber da in der nächsten